Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben ja hier gestern einen exzellenten Platz gefunden. Mich bestrahlt schon wieder die Sonne. Ihr seht, super Stelle, keiner hat mich gestört. Alles in Ordnung gewesen. Ich habe die Nacht gut überstanden, ich habe gut geschlafen. Ja, ich habe ja gestern Abend hier noch einen Gurt drüber geworfen. Hier über das Auto. Über den Auflieger, den ich gestern übernommen habe. Der muss nämlich erstmal in die Werkstatt. Hier ist nämlich hier oben ich weiß nicht, ob ihr das seht, da oben ist was verbogen. Da kriege ich die Planungsstange nicht rein. Dann habe ich die Plane jetzt erstmal hier provisorisch befestigt. Mit dem Gurt, dass mit denen nicht so dran rumflattert. Ja, schauen wir mal. Fahren wir jetzt nach Bamberg mit dem Auflieger, stellen ihn in der Werkstatt hin bei uns. Hab schon allen Leuten, die es betrifft, eine E-Mail geschrieben, dass der repariert werden muss. Und ja, so weit, so gut. Hier wird es jetzt laut, jetzt müssen wir los. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Bamberg. Zwischendrin müssen wir ja noch eine Pause machen. So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wie seht ihr denn hier aus? So. Schon besser. Ihr wart nach vorn gekippt. Also mein Schlafplatz war ja super. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier gescheit rauskommen. Hier muss man nämlich aufpassen, die brettern hier wie die Wilden in den Parkplatz rein. Guckt mal euch die Löcher an, hier haben sie schon überall gestanden. Heute Nacht haben sie hier überall gestanden, ne? Seht ihr auch an den Spuren. Davon steht ja noch einer, also ich hätte mich hier nicht hergestellt. Also hier hätte ich mich nicht hergestellt. Auf Garantie nicht. Hier vorne eventuell. Aber da stand ja auch schon alles voll. Aber so über die Wiese wäre ich auch nicht gefahren. Ich hätte mich an den Bordstein rangestellt, so weit wie es geht. Weil es muss ja nicht alles zerrammelt werden. So, jetzt fahren wir nach Bamberg. Schaffen den Auflieger zur Werkstatt. Dass die sich den angucken, reparieren. Und dann gucken wir mal, wie es bei uns weitergeht. Ganz schönes, riesiges Tagebaugelände, was hier auf der rechten Seite war, mein lieber Mann. Und an die 60, die hier war, hält sich auch keine Sau, ne? Hier könnten sie Geld verdienen. So, meine Guten.
wir jetzt hier einmal rundherum gefahren, ne? Ich habe eine Schwebfliege im Auto, die muss ich nachher erst einmal irgendwie wieder hinaus parlamentieren. Die arme Sau, die kommt doch hier um. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Ach, ist das schon wieder warm. Schon wieder 19 Grad. Es ist gerade mal 8:30, ne? Naja, bis hier auf dem Rasthof hätten wir es vielleicht noch geschafft. Gerade so. Aber wir standen doch sehr gut auf dem Parkplatz. Meine Güte, da haben wir ja gestern richtig Glück gehabt, als wir hier hochzugefahren sind. Guckt euch mal diesen LKW-Stau an vor der Baustelle. Alter Franz. Da sind wir ja gestern richtig easy durchgekommen. Ja gut, wir waren auch später, ne? Wir waren erst Nachmittag hier, aber Nachmittag kann es einen genauso treffen. Kommt halt immer drauf an, wie viel Verkehrsaufkommen ist. Naja, mich hat ja vorhin in der Baustelle einer überholt. Mitten in zwei schmalen Spuren gefahren. Was soll's? So sind sie halt. So, Werkstatt hat geantwortet, ich soll kommen. Die wissen jetzt Bescheid mit dem Auflieger und ich habe ihnen schon geschrieben, dass ich ungefähr 3, 4 rum in Bamberg bin. Und da stelle ich dann den Auflieger unten hin und dann können sie den in aller Ruhe reparieren. Ich verstehe bloß nicht, wieso ich immer das erwische, dass das Zeug da oben kaputt ist, ne? Das ist jetzt schon der zweite Auflieger, den ich da oben runterhole, der kaputt ist. Naja, wird schon Gründe haben. Äußere ich mich jetzt mal nicht dazu. Bei Tauschauffliegern ist das halt immer so eine Sache, ne? Keiner will was dran machen lassen. Schwung kommen hier. Aber landschaftlich sehr schön hier, ne? Und schon ganz schön warm. Um 9:30 schon 20 Grad. Im Fahrtwind. Eisenbahnbrücke hier neben uns.
ganz schönes Ding. Ausgerechnet hier Überholverbot sein muss, weil er so langsam hier vor mir herzugelt. Jetzt fährt er 75. Meine Güte. Nicht, dass er noch rast hier. Blinken ist auch geheim. Geht keinem was an, wo man hinfährt. Datenschutz. Hey, seht ihr hier drüben das Flugzeug? Kommt jetzt gleich hier über die Brücke, aber da sind wir schon dann drunter durch. Boah, das rast ganz schön, das Ding. Mein lieber Mann. Das fährt jetzt über der Autobahn. Ein Flugzeug fährt über die Autobahn. So, jetzt sind wir doch schon gleich am Frankfurter Kreuz, ist doch nicht mehr weit. Hier ist doch schon der Flughafen. Flughafen, da drüben fliegt ein Flugzeug. Ob das was über der Autobahn gefahren ist, das sah ja cool aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das halbwegs noch gesehen habt. Na, ich glaube eher nicht. Ich hab's auch bloß so. Da fährt ja eins. Ein schönes, pompöses Ding hier. Überall Riesenhäuser. Das ist eine kleine Stadt für sich, der Flughafen. Frankfurt, die Main-Metropole. Stunden haben wir weg. Naja, ein Stündchen fahren wir schon noch. Mal gucken, wo wir Päuschen machen. Was ist denn hier wieder los? Geht wieder mal gar nichts vorwärts hier. Wenigstens haben sie einen Seitenstreifen freigegeben. Da drüben ist schon wieder Blaulicht. Eine
ist nur wieder alle glotzen hier. Mann. Hat einer Sand verkippt. Da hat einer Sand verkippt beim Anrunzen. Das dauert länger. Ist aber klar. Mussten alle nur klotzen. Ach Mann, 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 Mann. Jetzt rollt's wieder. Bloß weil sie alle klotzen mussten, warum der Sand verkippt hat. Das gibt's doch wohl nicht. Stau da durch. Ne, er hat zwei Spuren blockiert, ne? Zwei von drei Spuren blockiert. Macht sich schon bemerkbar. Aber das in Holland gar nicht mal so schlecht. Ne? Du meldest dich da an, kriegst den Zettel, sagst, du registrierst deinen LKW mit einer Eingangsnummer, also den Aufleger. Und dasselbe machst du eigentlich mit dem Ausgangsaufleger, also wie ich gestern, wenn ich einen leeren krieg, sage ich bloß die Autonummer, also die Aufliegernummer, das Kennzeichen und dass ich einen leeren mitnehme. Drucken die dir einen Zettel aus. Du stellst dann da steht dann drauf. In Platz sowieso, also dort musst du dann deinen Auflieger abstellen. Und out Platz sowieso, da kannst du dann den anderen mitnehmen. Das passt eigentlich auch immer. Bis jetzt hat es immer gepasst. Du musst allerdings die Plane aufmachen, die Schnallen aufmachen und die Gurte lösen. Die müssen ab sein, die Gurte. Und wenn du einen abholst, der beladen ist, musst du dann selber wieder gurten. Aber ansonsten läuft es dort eigentlich super. Ich würde sagen, wir haben jetzt 3,5 Stunden weg. Ein bisschen was über 2,5 Stunden haben wir noch. Wir fahren jetzt Weißkirchen raus und machen dort erstmal Pause. Tor, guck mal da drüben der Stau an, Alter. Genau, wir fahren jetzt Weißkirchen auf den Rastplatz und machen erstmal Päuschen. Hier ist Seitenstreifen befahren Ende. Ach Scheiße. Nee. Ich dachte schon, es ist das Industriegebiet.
Der Rastplatz kommt, glaube ich, erst noch. Ja, der Rastplatz kommt noch. Ach, ich habe jetzt schon gedacht, ich bin an der Einfahrt vorbeigefahren. Es war irgendwie ein bisschen blöd ausgeschildert. Aber der Rastplatz kommt hier gerade noch. Ja, dann machen wir jetzt schön Päuschen, ein bisschen was essen. Und dann sehen wir weiter. Gestern haben wir da drüben auf der anderen Seite gestanden und ein Päuschen gemacht. Wisst ihr das noch? Stellen wir uns hin. Mal gucken. Mal gucken, wo wir uns hinstellen. Ich würde sagen, gleich hier nehmen den mit der Brücke. Ach, da stehen. Wieso stehen denn da Paletten hochkant? Wer macht denn sowas? Alter. Hier dazwischen, da kommen wir scheiße raus. Da steht nämlich drüben was. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt ganz einfach. Wir stellen uns hier vorne an die Wiese. Hier an die Wiese stellen wir uns. So, da kommen noch alle vorbei. Und die Dreiviertelstunde oder Stunde, die wir hier bleiben, halten wir es schon aus. Also meine Guten. Bis später. So, Freunde. Päuschen beenden. Weiter geht's. Wenn wir uns beeilen, könnten wir es bis um 3 Uhr schaffen. Da müssen wir aber ein bisschen drauf treten. Oh, guckt mal, da drüben ist immer noch Stau. Ja, das dauert auch eine Weile, bis die den Sand von der Fahrbahn geräumt haben. Der hat ja seine halbe Mulde leer gekippt dort. Und sowas kann dauern. So, meine Guten, jetzt stellen wir erst einmal hier den Auflieger ab, sagen in der Werkstatt Bescheid, was gemacht werden muss, und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Ich habe schon Info und ich erzähle es euch dann, wie es weitergeht, bloß damit ihr es dann wisst. So, da bin ich aber nicht der Einzige mit dem Auflieger, wie es ausschaut. Da gibt es noch mehr Auflieger. Da müssen wir mal gucken, wo wir den hinstellen.
So, jetzt werde ich erstmal die Jungs interviewen. So, meine Guten. Jetzt fahren wir nach Schweinfurt auf dem Autohof. Und dann, das ist einer unserer Werkstattjungs. Die sind schon wieder, ich habe den Auflieger hier gebracht, die sind schon wieder voll drüber, das zu bauen. Ne? Neues Elektrokabel habe ich gekriegt, wo meins durchgescheuert war. Und in den Kopf haben sie mir auf meine gelbe Luftleitung geschraubt, weil der abgeblasen hat. Alles wieder erledigt. Jetzt ist wieder alles tippitoppi. So, und wir fahren jetzt nach Schweinfurt auf dem Autohof. Weil wir morgen in Grafenrheinfeld einen Auflieger übernehmen von einem Kollegen, der nicht mehr genug Fahrzeit hat. Und den fahren wir nach Sindelfingen abladen, laden und wieder hoch nach Grafenrheinfeld. Und dort übernimmt der Kollege den dann wieder. Momentan sind wir mal ein bisschen hier Mädchen für alles, ne? Habt ihr das schon mitbekommen? Aber naja. Erst mal im Gewerbegebiet gucken, ob ich mich da irgendwo hinstellen kann, ehe ich mich auf den Autohof stelle. Autohof kostet unnötig Geld. Und das ist ja das, was wir alle nicht haben. Also hier hinten bei ZF brauche ich gar nicht erst versuchen, da ist nichts. Da ist nur Betriebsparkplatz und da darf ich mich nicht hinstellen. Also gucken wir mal hier links ins Gewerbegebiet. Vielleicht finden wir ja da ein schönes Plätzchen. Eins, was mir genehm ist. Ich bin nämlich auch sehr wählerisch, das wisst ihr ja. Ich nehme nicht jeden Drecksplatz. Obwohl manchmal bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Aber gestern, das war ja auch wieder sowas von Glück, dass wir da so einen gescheiten Platz gefunden haben. Also die da in den Pfützen stehen mussten, in den Löchern, die haben mir schon irgendwie leid getan. Industriegebiet Maintal, da fahren wir hin. Also heute nicht rechts rum, sondern heute mal links rum. Oh, da hat ja einer ein Schild zerbellt. Letzte Instanz kann immer, ist immer noch der Autohof, den wir uns vorbehalten können. Mal gucken, vielleicht finden wir ja was Schönes. Mein Tal geradeaus. Ach, kommt Scheiß drauf.
fahren wir mal hier rein, gucken, ob wir hier einen schönen Platz finden. Irgendein Eckel, wo wir uns hinstellen. Langsam hier drüber fahren. In Action, wo man niemanden stören. Wir brauchen hier nicht viel Platz. Normalerweise. Das ist aber schon ganz schön in Betrieb hier, ne? Schon ganz schön was los hier. Hier stellen wir uns her. Der hat schon abgesattelt, siehst du? So, meine Guten. Jetzt habe ich mich doch noch mal umgestellt. Jetzt stehe ich hier auf der Straße. Am Rand. Ganz am Rand, weil 12 Euro nur für die Suchmaschine fand ich doch schon ein bisschen teuer. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich noch mal hier rumgelaufen, habe mir gedacht, ach hier steht doch schon einer, kannst du dich doch daneben stellen, dahinter, davor oder wie auch immer, egal, jedenfalls stehe ich jetzt hier und morgen muss ich dann hier raus. Also da hinten drehen und dann hier raus. Ja, hier stehe ich jetzt jedenfalls sehr gut. Und dann machen wir jetzt Pause. Bis morgen Mittag. Schön lang. Nee, also 12 Euro für nur die Suchmaschine. Sehe ich gar nicht ein. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und bis morgen Mittag irgendwann. Tschüss.